Schneidet als erstes an. Also hier haben wir das und hier mit Karin Lorenz von Lohen. So ist richtig, ne? Ja, genau. Viel Erfolg. So, Spiel läuft. So, Verlierer ist 13. Könnt ihr lesen, heißt der Gewinner ist dann mindestens 9. Weil in dieser Runde 4 Pärchen gleichzeitig ausscheiden. Sehen wir schon jetzt richtig Qualität. Average 70,0 und die spielen auf der Verliererseite. Das heißt, beide haben schon ein Spiel verloren. Es wird ja ein Doppel-K.O. gespielt, für die, die sich damit nicht auskennen. Wer zweimal verloren hat, ist erst raus. Gestern hatten wir ja auch eine Disziplin Single-K.O. Also verloren, direkt raus. Und die haben halt jetzt beide eine Niederlage auf dem Puckel. Und wer dieses Spiel verliert, ist raus. Und damit auf 13 bis 16 schalten auch 4 gleichzeitig aus. Ja, das sieht sehr gut aus da auf dem 19. Auch 19 Spieler hier alles. Emma braucht Dribbel, ganz dringend. Wollen nicht rein da. Das ist bitter, da wird in der nächsten Runde, sollte Jessica auf einen auf einen Finish kommen, möglicherweise der Block stehen. Die sich da auch nicht auskennen und neu sind hier. Man kann im Doppel halt nur auschecken, wenn der Partner weniger Punkte hat wie die beiden Gegner zusammen. Das können wir jetzt gleich mal vielleicht sehen. So. Da haben wir es jetzt erstmal einen Moment. Würde der Block stehen. Und da kommt Treppe.
Jetzt steht er erstmal nicht. Aber Karin wird so viele Punkte werfen, denke ich, dass Jessica nicht auschecken kann. So, jetzt kann man es gut erklären. Die beiden zusammen hier, Karin und Maria, haben 158 und die Emma hat 310, also viel mehr Punkte. Deshalb hätte die Jessica nicht checken können. Und das wird jetzt immer schwerer, weil zwei gegen einen spielen hier. Also Maria und Karin hauen ihren Punktestand weiter runter gegen die 310 von Emma. Da ist ein Dribble und wenn dann noch eins kommt, zwei Dribble, wäre sie noch mal ein bisschen rumgekommen. Jetzt die Chance zum 1:0. 56 Rest. Oh. Hermann Franz. Aber wie habt ihr das genannt? Franz, Lakritz, Schwarzwald. Ja, abdrücken würde ich auch. Ausmachen durfte sie nicht. Mit Gefahr, sich zu überwerfen. Ja. Sie kommt näher ran an die Dribble, aber leider kein Treffer. Jetzt die nächste Chance. 48. 16 für die Doppel 16. Check. Ups. Falsche Taste getroffen. 1:0 für Karin und Maria. Jessica beginnt die zweite Leck. Immer noch ein 70er Schnitt für die Maria. Den hätte ich auch gerne nochmal. Wirft aber auch sehr schön hier auf die 19. Drei Treffer wieder. Geht der Average ein bisschen runter, aber die sind bitter. Wirklich ausnutzen. Die sind alle nicht weit weg. Wenn die hier in den Flow kommen kann, wenn die mal reingehen. Jawohl. Die Jessie bleibt dran. Es bleibt spannend. Wichtiges Dribbeln.
So, schauen wir mal, ob es besser klappt. Wieder so knapp in die 5. Wieder knapp in die 1. Ja. Und dann noch, wie sagt man so, Rettungsanker oder was sagt er da mit dem letzten Dart? Ja, weiter sicher auf 19. Ja, sie fühlen sich hier fast alle sicherer auf 19. Emma bleibt oben, auch wenn die Treffer nicht kommen. Jetzt versucht sie es mal unten. Ich würde dann auch mal wechseln. Oben sind sie alle so knapp, aber keiner passt. Da passt es nach wie vor. Und wie es passt. Ah, perfekt. Läuft. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ah, sie bleibt oben. Und immer geht einer links, einer rechts. Jetzt geht es in den Finish-Bereich. Weiter runter. Jetzt müssen Dribble her. Emma, setz mal einen hier. Wieder eine 1, jetzt nicht wieder eine 5. Ja, noch schlimmer, eine 12. Nicht im Fokus. Oder zu viel Druck, weil sie so weit hinten liegt. Der Heiko an, was will der denn? Okay, alle meine Mitstreiter, die bei mir im Auto sitzen, in der gleichen Unterkunft, sind raus. Würden jetzt gerne was essen gehen. Das heißt, ich bin nach diesem Spiel dann auch raus. Was morgen hier passiert, keine Ahnung. Ob die Technik stehen bleibt, ob morgen noch gesendet wird, ob ich morgen noch mal hier bin. Das hat mich schon getroffen. Herablassendes Kommentieren.
gar nichts Schlimmes gesagt. So, wenn der Check nicht kommt hier, dann könnte es nochmal einwerfen. Nur nicht überwerfen. Oh, sie macht's. Ah, die Jessica ist da. Da war ich jetzt raus durch Heiko. Ich dachte, die Emma wäre als nächstes ran. 44 Rest. Okay. Die Karte nicht ausmacht, kriegt Emma auf jeden Fall die Chance. Macht sie auch nicht. Die wollen noch ein bisschen spielen, die Mädels. Was macht Emma? 72. Keine Möglichkeit. Und dann auch noch eine 9. Und hier weiter gerade stellen. Jetzt hat sie es geschafft. Und wirft wieder. Überwirft sich wieder. Wirft sich wieder kaputt. Jessica lässt weiter durchdrücken. Ja. Geht nicht ans Board. Kriegt Emma nochmal eine Chance. 25. Das gibt's nicht. Die Triple, wenn man sie nicht braucht, dann... Ja, kann man mal so machen. Block geht vor Check. 13. Sie kann auf jeden Fall nicht, sie muss runter. Sie muss runter mindestens auf 4, macht sie wieder nicht. Wieder kaputt. Erneut überworfen. Überworfen. Kommt Mädels, ihr könnt doch Dart spielen. Sie muss auch runter. Check nicht möglich, weil 17 ist, hab's erklärt. Partnerin hat 17. Die Gegner haben 8. Puh. Jetzt, weil Partnerin hat 4, Gegner haben 8, auch 4, jetzt nicht kaputt, was macht sie? Auch nicht aus. Sicherheitswurf! Und da ist er. Der Check zum 1:1. Also, wir sehen noch einen Entscheidungsleck, den sogenannten Decider. Nach dem Check von Jessica Stor. Es war eigentlich ein ganz gutes Spiel, fand ich jetzt so. Und dann sieht man, wie der Average runtergeht, wenn der Check nicht kommt. Von 70 auf 54. Dann können die Mädels jetzt wieder hochtreiben. Mit Dribble, Treffer, zack. Da steckt hier zu sehr so vor der Triple 19. Jetzt kommen die Treffer hier. Eben war sie so knapp daneben. Und jetzt trifft sie. Hier kommt kein Chats mehr rein. Keiner schreibt mehr hier. Ihr seid aber noch da.
Ja, was für verpasste Checkdarts mit einem Anstellen. Oh. Ein guter Ausrutscher, da muss sie selber griemeln. Aber nimmt sie mit Sicherheit gerne mit, die 42 Punkte. Und geht damit auch sogar erstmal in Führung. Sieht schon, das ist der entscheidende Satz. Der Score geht bei allen so ein bisschen runter. Wieder knapp 5. Und wieder eine 1. Jetzt geht's um die Wurst hier. Das merkt man den Mädels an. Ist nicht mehr so sicher wie in Satz 1 oder 2 der Score. Was haben die eben Triple geworfen und jetzt? Seid ihr eigentlich noch da? Schreibt keiner mehr. Seid alle so gespannt hier wahrscheinlich, wer dieses Spiel gewinnt. Die Maria eben fast in jeder Runde einen Triple gehabt. Und immer schön auf die 19. Grübelt sie noch über die verpassten Matchstarts. Der letzte war daneben. Total ausgeglichenes Spiel jetzt. Keiner, der hier so wirklich die richtigen Triple trifft. Die hohen. Jessica. Zack, da wollen wir die Darts sehen von euch. Mädels, ihr könnt das. Maria, wo sind deine Triple 19er? Sie ist total raus. Hatte ja den besten Average mit 69 irgendwas. Und Emma, die ersten zwei Legs nicht so gut gespielt hat, sie möchte jetzt den Sieg, glaube ich. Hat sie die besten Nerven? Wer checkt das Ding hier? Zeichen im Moment auf Jessica. Kommen jetzt endlich die Dribble zurück. No. Dribble 5 ist da. Zu wenig. Jetzt kriegen wir wieder so eine Situation. 245 zu 236. Maria wird Triple brauchen. Und hier ist ja noch Check möglich. So, 2,17, 2,36. Erstmal die 2,17 holen und dann Vorsprung rausspielen. So nicht. Sie ist total raus. Mann, sie hat so stark angefangen.
Da wird der Block stehen. Da ist schon passiert. 95, 86. 184 zu 207 heißt, die 90 darf nicht auschecken, muss runter. Am besten so weit wie möglich auf 4 oder 2. Und kommt auf 50. Auf geht's zu 18. Oder nochmal die Tür öffnen für Maria. Da müssen aber jetzt, da müssen am besten zwei Dribble her. Sie wirft nicht mehr in die 90. Sie war so sicher. Ja, das ist da, Freunde. Aber wenn die Mädels so checken wie im Leck davor, dann... Okay. Doppel 4. Nope. Fängt das jetzt wieder an? Es ist total raus. Wieder 7-19-3. Ich glaube, das dritte Mal in Folge jetzt. 16, doppelt 16, doppelt 12. Ich glaube, es geht schon wieder los. Auf jetzt, Jesse. Doppelt 2 zum Sieg. Nicht wieder eine 7 und eine 19. Ja, noch schlimmer. Wahnsinn, die hat so stark gespielt. Und da ist der Check, Doppel 7. Oh. Doppel 7 direkt getroffen. Herzlichen Glückwunsch. Es geht also weiter für Jessica und Emma. Die sind jetzt auf Platz 9. Karin und Maria verabschieden sich auf Platz 13. Ich verabschiede mich zum Abendessen und in die Nacht. Wünsche euch noch viel Spaß hier bei den Live-Spielen und ich hoffe, ihr werdet noch weiter gut bedient. Ich bin raus für heute und wie gesagt, was morgen hier passiert, Bagi ist nicht mehr da. Was mit der Technik passiert, ob morgen gesendet